Oha. Das sieht ein bisschen kaputt aus. Ich will ehrlich gesagt nicht runterspringen. Wir könnten uns aber so eine, ja, so eine Wendeltreppe nach unten bauen. So. Ich hoffe, das bekomme ich ein bisschen hin. Ah, da unten hört man irgendwo Lava brodeln. Wo Lava ist, können auch Diamanten auch nicht weit sein, oder? Ich glaube, das ist so ein Mythos. Aber naja, die Kohle nehmen wir erstmal mit. Ich denke, wir werden noch früh genug herausfinden, was sich da unten verbirgt. Oder auch nicht. So, jetzt sehe ich natürlich, ja, das war doof, weil das baue ich gleich ab. Sehe ich natürlich nichts. Mir wie gesagt, ja, die Nacht ist relativ hell, die Höhlen sind aber sehr, sehr, sehr dunkel. Man sieht echt fast nichts. Deswegen muss ich gucken, dass ich diesen, dieses dynamische Licht zum Laufen kriege. Ich habe es installiert, also Dynamic Lights habe ich installiert, aber irgendwie scheint das ja keine Auswirkungen zu haben oder ich bin einfach zu blöd, das richtig zu aktivieren. So. Genau, hier müssen wir runter. Denke ich mal. So, jetzt könnten wir hier natürlich fast rumspringen, aber der Trick ist ja, jetzt könnten wir hier jederzeit wieder nach oben laufen. Von daher werde ich das mal weiter, ja, dieses Treppenkonstrukte weiter ausbauen. Das war natürlich jetzt doof, weil die Fackel, ja, die geht gleich verloren. Deswegen mache ich mal hier eine hin und die heben wir unten, wenn ich dran denke, wieder auf. Vielleicht haben sie auch jetzt schon eingesammelt, ich weiß es nicht. So. Ach, Wasser ist das nur. Okay. Kommen wir hier schon runter? Nö. Natürlich hätte ich jetzt auch einen Cobblestone setzen können, aber da ist der Glenman doch ein bisschen zu faul für. So, das heißt, wir machen mal hier eine Fackel hin, dass wir wissen, wo wir wieder nach oben kommen. Ich muss mich hier immer so ein bisschen beeilen, weil ich sehe hier, wie gesagt, nichts. Wieso habe ich eigentlich noch Treppen? Bloß aufpassen, dass da nichts angeschissen kommt. So, ruhig mal zwei breit. Ich bin ja doch so ein kleiner Schisser, was Höhlen angeht. Wie gesagt, das, was ich absolut nicht abkann, ist, wenn Monster hinter einem spawnen. Oder, ja, aber das sieht so aus. Nee, da scheint es nicht weiterzugehen. Ja, das scheint echt alles gewesen zu sein, oder? Naja, wir werden sehen. Ich werde hier einfach mal weiter buddeln. Vielleicht tut sich ja noch eine Nebenhöhle oder sowas auf. Hier haben wir auf jeden Fall wieder Diorit. Ich glaube aber, davon haben wir erstmal genug. So. Schön die ganze Kohle abbauen. Da kann man ja eigentlich nie genug von haben. Auch wenn unsere Öfen gerade voll damit sind. Es muss ja nur ein Großbauprojekt ja vom Stapel gelassen werden. Und schwuppdiwupp ist instant alles weg. So, jetzt muss ich natürlich hier auch irgendwie wieder hochkommen. So, sich der Cobblestones bemächtigen. Oder Bruchstein oder wie man es auch immer mittlerweile nach, ja weiß nicht, wie vielen Jahren nennen möchte. So. Ja gut, jetzt wären wir hier wieder am Anfang. Wie gesagt, so, ich könnte natürlich Strip Mine die ganze Zeit, aber ich glaube, ja, ich weiß nicht. Also Strip Mining ist schon so extrem auf Effizienz. Also, soll ich das beschreiben, ohne dass es komisch klingt? Ich würde gerne die natürlichen Gegebenheiten nutzen und nicht künstlich irgendwelche Höhlenschächte anlegen nach dem optimalsten Suchprinzip. Ja, so eine Rasterfahndung nach Diamanten oder sowas. Keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Aber nun ja, ich würde trotzdem sagen, dass wir uns ein wenig weiter nach unten graben. Ja, warum auch nicht? So, ich mache das hier mal zu. Und damit ist das Wasser auch Geschichte. So, gehen wir mal hier rein.
Und vor allem leuchten wir das hier erstmal aus, denn sonst habe ich hier keine Chance, irgendwas auch nur ansatzweise zu erkennen. Ach so, hier schon mal Gravel. Aha, was haben wir hier? Ist das auch Gravel? Das sieht nur ein bisschen... Wir haben sogar eine Schaufel, das ist ja Wahnsinn. Okay, graben wir uns mal ein bisschen hier runter. Weil ich glaube, mit F3 müsste ich gucken, auf welcher Höhe ich bin. Warte mal. Ja, ich müsste Java updaten, wird natürlich jedem Fachmann jetzt auffallen. wo steht die Höhe? Minus 19, ne? Nee. Achso, auf 44 sind wir jetzt, okay. So. Das heißt, wir müssen noch wesentlich tiefer hinunter. Ich buddel mich einfach mal tiefer. Und hoffe, dass wir auf ein paar Materialien stoßen. Ich meine, wir haben ja auch noch nicht mal Eisen oder sowas gefunden. Das ist, das geht gar nicht. So. Jetzt sehe ich, ja, erfahrungsgemäß mal wieder nichts. Na, das war ja super schlau. Ich wollte es eigentlich auch auf dem Boden platziert haben. So, den brauche ich noch zum Hinabsteigen. Und... Aha, hier haben wir zumindest schon mal... Ist das Gold oder Eisen? Ich kann das nicht erkennen. Warte. Es ist Eisen. Das ist schon mal sehr gut. Ich muss mir nur an der Seite ein bisschen hinunter oder herunterhangeln. Ach, da auch noch. Damit ich eine Plattform zum wieder hochsteigen habe. Denn sonst kommen wir ja nicht mehr hoch. Das wäre natürlich dumm. So. Wobei, zu mir würde es eigentlich passen. Ah, nee. So, okay. Damit hätte ich das Treppenmuster beibehalten. Wir können jederzeit an der Seite wieder hoch. Jawohl, Eisen. Kann man auch nie genug von haben. Und dann würde ich sagen, ach nee, den brauchen wir zum Aufstieg, ne? Wobei, wir können das auch so machen. Genau, das heißt, hier können wir jederzeit, ja, wieder nach oben. Und buddeln einfach mal, ich mach mal hier so ein Zweier, buddeln einfach mal hier weiter. Ruhig mal noch ein bisschen in die Tiefe. So, Fackel. Jawohl. So, die Spitzhacke, genau, dürfte auch am Ende sein. Und das war das Stichwort, aber ich habe ja zum Glück ein paar mitgenommen. Wobei, in dem Tempo, wie sie kaputt gehen. Ja gut, eine habe ich noch. Nun ja, aber, ja. So, die richtig riesen, den riesen Exkurs können wir natürlich nicht machen. Weil vorher mein Vorrat an Spitzhacken natürlich, ja, sich aufgebraucht hat. So. Welche Höhe sind wir denn jetzt? Ich muss immer springen, um das zu sehen. Das ist total dumm. 24, genau. Weil ich weiß einfach nicht auswendig, wo sich diese Zahlen befinden, die ich gerade suche. Das heißt, ich würde jetzt auf dieser Höhe hier bleiben wollen. So, auf dieser. Und dann fange ich einfach mal an, diese Höhle hier freizulegen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das erkunden soll. Wobei, das wäre natürlich die einzige Möglichkeit. Ehrlich gesagt, kommt mir das gerade ein bisschen zu ruhig vor. Warte mal. So, Options. Achso, Peaceful wäre ohne Monster, ne? Ich bin auf Easy. Ehrlich gesagt... Ja. Habe ich ein bisschen Respekt vor solchen Höhlen. Vor allem, weil mir jetzt auch die Fackeln ausgegangen sind. Aber interessanterweise ist hier noch kein Monster zu sehen. So, ich stelle mich mal hier hin. Ich brauche nämlich Fackeln. So, zack. Genau, Kohle haben wir wieder genug. Das heißt, ich habe jetzt wieder einen ganzen Stack mit Fackeln. Das heißt, könnten die Monster eigentlich so abblocken und die ganze Zeit Fackeln setzen?
Ach, Mist. Aber es kann doch nicht sein, dass sie überhaupt keine Monster spawnen. Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Hm. Doch warte mal, da hinten ist doch was, ne? Ah! Scheiße. Entschuldigung. Oh, ich hab mich so erschrocken. Wo ist denn das Vieh überhaupt? Das wird wahrscheinlich unten sein, ne? Ne, unten ist Wasser. Mann, wo ist denn das Vieh? Das macht mich jetzt total kirre. Und ehrlich gesagt will ich keine Fackeln dabei in der Hand haben. Wenn wir kurz vorm Sterben sind. Nee, aber... Ich werde mit grauen Haaren sterben. Okay, da ist Redstone und Lava. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, hier taktisch vorzugehen, dass man... Ach, hier ist auch noch eine Höhle. Ob man erst einen Gang zu Ende erkundet oder ob man tatsächlich... Okay, hier ist eine Sackgasse, das ist schon mal gut. Jetzt kann nichts hinter mir spawnen, hoffe ich doch. Oder ob man mehrere Gänge irgendwie gleichzeitig durchsucht, ich habe keine Ahnung. Ich nehme auf jeden Fall die ganzen Ressourcen hier mit, auch die Zäune. Und die Schienen, ja doch. Denn Schienen sind relativ teuer herzustellen, zumindest wenn sich am Rezept nichts geändert hat. Ich habe keine Ahnung, ob man das mit der Spitzhacke oder mit der Axt besser abbaut, habe ich keine Ahnung. So, ich nehme auf jeden Fall die Zäune mit. So. Ich glaube, die macht man mit dem Schwert tatsächlich kaputt. Nun gut. Ich hoffe, wir finden auch irgendwie wieder aus dieser Höhle hinaus. Okay, da scheint doch die Spitzhacke zu sein. Die ist zumindest rapide, was dem Abbau der, den Abbau der Schienen angeht. So. Ich hoffe, hier kommt jetzt nichts runtergesprungen. Das verkraftet mein Glenman-Herzchen nicht. So. Ach ja. Gut, da haben wir uns wieder ein bisschen mit Materialien eingedeckt. Ich würde sagen, da wir noch neue Spitzhacken und so brauchen, sollten wir uns definitiv irgendwie mal zeitig um... Ach du Scheiße. Was wollte ich die ganze Zeit sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Verdammte Axt. Die Spinnen machen mich echt kirre, ey. Das gibt's doch nicht. Vor allem hier oben kann ja auch irgendwas runterkommen. Hier meine ich. Ach, Mann. Jetzt wisst ihr auch, warum ich so wenig immer erkunde. Ich hab einfach Schiss. Nein, da geht's auch weiter. So, ich hoffe jetzt nicht mehr. So dass ich doch ein wenig die Mineralien hier abbauen kann. Oder die Rohstoffe, besser gesagt. Natürlich müsste jetzt so Glenman-like so ein Creeper hinter mir erscheinen. Ich hoffe... Nein, bitte nicht. Ich weiß, dass ihr das lustig finden würdet, wenn mir hier alles um die Ohren fliegt. Aber nein, das muss jetzt echt nicht sein. So, nichtsdestotrotz sollten wir uns eine Basis irgendwo errichten, dass wir jederzeit unseren Vorrat... Oh, hier ist Lapis. Das brauchen wir zum Verzaubern. So, ich weiß auch gar nicht, ob es hier neue Blöcke gibt mit 1,9. Ich glaube, ich habe den Satz vorher nicht zu Ende gebracht, ne? Das tut mir leid. Aber ich glaube, ich wollte sagen, dass wir uns unseren Vorrat an Werkzeugen immer wieder gefahrenlos auffüllen können. So... Nun gut, baue ich das mal von hier ab. Ich traue diesem
Konstrukt hier nicht. Nein, ich traue dem hier nicht. Wobei, es sind schon recht wenig Monster. Obwohl wir nicht auf Peaceful spielen. Wir haben eine Spinne gehört. Ja, ich habe mich erschrocken. Und warum ruckelt es ganz kurz? Das weiß nur mein Rechner, aber der teilt es mir natürlich nicht mit. Naja gut, nehmen wir das ganze Eisen hier mit, das ist ganz schön viel. Ah! Ach, ich habe einfach nur... ich habe einfach nur Hunger, okay. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Okay. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich nie Horrorspiele let's playen werde. Nie. Nie, nie, nie. Und ja, das... Nein. Nicht für alles Geld der Welt. Ich würde kein Horrorspiel anpacken. Ihr seht ja schon bei so einem... Mein Arbeitskollege würde jetzt ja mit spitzer Zunge behaupten, in diesem Kinderspiel erschrecke ich mich schon. Das ist total krass. Und das tut meinem Herz gar nicht gut. Jetzt habe ich nämlich noch einen Zombie gehört. Wo sind die Viecher? Ich hau mal hier lang ab. Ist hier was? Oh Mann, ich will nicht. Ah, hier ist zum Glück eine Sackgasse. Puh, ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee nehmen, kleinen Moment.